Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Fertig for Life. Ich bin Steve. Hi. Heute geht es um das Thema Zombie in Altmarzahn. Denn es ist ein Zombie ausgebrochen in Altmarzahn. Und die Leute haben, so wie es scheint, Panik. Wir haben hier einen besorgten Nachbarn aus dem alten Dorf, und zwar Herr Kevin Lampe. Herr Lampe, guten Tag. Guten Tag. Was ist passiert? Ich habe Fußball geguckt, Deutschland gegen die Slowakei. Wollte Kippen holen, doch dann kam dieser Zombie. Okay, wie sah denn der Zombie aus? Weiß, rot, schwarz und hatte zerfetzte Klamotten. Okay, was haben Sie dabei gedacht, als Sie den Zombie gesehen haben? Dass sie mich riecht und fressen würde, hat sie aber nicht getan. Okay, danke schön. Hallo, wir sind von Fertig for Life. Ich bin Steve. Ich wollte fragen, darf ich Sie interviewen? Ja. Okay. Wie heißen Sie? Bob. Bob? Ich dachte, das wäre ein Jungsname. Ja. Okay, nennen wir Sie einfach Frau Bob. Wie alt sind Sie denn? Tot. Tot. Schönes Alter, noch schön knackig und jung. Ja, warum ausgerechnet Marzahn? Fleisch. Ja, mir Fleisch. Aber wissen Sie, Fleisch ist gar nicht mehr so in. Wir sind heutzutage alle Vegetarier, Veggie. Und da hätten wir was für Sie mitgebracht. Mein Kameramann hat eine Zucchini für Sie. Nehmen Sie die einfach mal und dann essen Sie die einfach irgendwann. Die ist gesund für Sie und gut für Sie. Weil die Zucchini hat so viele Proteine wie, ja, 3 Kleinkinder. Dann nehmen Sie die, essen Sie schön und dann werden Sie ein vegetarischer Zombie. Okay, kann ich mit Ihnen noch ein Selfie machen, Frau Bob? Ja. Okay, Moment, hier bitte die wunderschönen pinken Katzenfohlen. Ja, okay, Foto, so, Selfie. So. Okay, danke, Frau Bob. So, liebe Leute, Zombie-Alarm vorbei. Wir haben es geschafft, einen Zombie zum Vegetarier zu machen. Okay, das war Fertig von Steve. Hi. Und bis dann. Tschüss. Ah! Oh nein!